Ich liebe eigentlich Schokolade, aber das gibt Logo Gas, haben wir Spaß. Du kannst doch nicht einfach wie ein Vogel irgendwo deinen Haufen hinsetzen. Guck mal hier, eine kleine Schildkröte, die grinst sogar. Zack. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer richtig lustigen Folge von unserem Minecraft Troll Wars mit Dick und Doof und natürlich mit mir, dem Kopper. Genau. Ja, in dieser Folge geht es richtig ab, denn wir reagieren auf Daniels Troll, haben ziemlich fiese Fallen für Logo gebaut, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Wir werden uns neue Bilder anschauen, die ich ebenfalls von euch erhalten habe. Die sind unendlich witzig und rächen uns zum Schluss bei Daniel für den Mist, den er angestellt hat. Demnach viel Vergnügen mit dieser Premium-Ausgabe von Troll Wars. Wir wurden tatsächlich getrollt. Ich bin nämlich endlich nach langer Zeit mal wieder auf den Troll Wars Server gejoint und ich habe, Achtung, das hier gefunden. Was ist das? Hier hat irgendwer Erde auf unsere Base gekippt. Warum? Das kann nicht wahr sein. Warte, hier ist ein Schild. Tut mir mega leid. Ich habe aus Versehen auf deine Base gekotet. Echt jetzt? Das ist doch garantiert Daniels Handschrift. Du kannst doch nicht einfach wie ein Vogel irgendwo deinen Haufen hinsetzen. Das geht nicht. Ach komm schon. Ich habe halt so viele coole Sachen geplant. Und jetzt kann ich erstmal den Mist hier wegräumen. Ich wollte Daniel treuen, ich wollte Logo treuen, ich wollte an meiner Base bauen. Und jetzt kann ich erstmal den Mist hier säubern. Vor allen Dingen erstmal meinen vollen Respekt dafür, weil so einen riesen Lego-Stein hier hinzusetzen, das muss man erstmal schaffen. Aber das zeigt nochmal, dass wir sehr lange nicht mehr auf dem Troll Wars Server waren, denn da hat sich scheinbar einiges angesammelt. Wie Ostern. Nur, dass wir keine Eier ausgraben, sondern ein ganzes Häuschen. Danke, Daniel. Wo ist eigentlich Daniels Babysitter? Ganz ehrlich, der Junge darf doch eigentlich nicht frei hier rumlaufen, oder? Eigentlich muss Daniel unter Aufsicht. Das ist doch menschlich nicht möglich. Das hat er nie im Leben alleine hinbekommen. Ich wette mit euch, der steckt mit den Schafen unter einer Decke. Der hat doch garantiert, da haben doch garantiert die Schafe mitgeholfen bei diesem Werk. Die mögen mich sowieso nicht. Die planen doch sowieso schon seit einigen Folgen eine Meuterei gegen mich. Wenigstens kein flotten Otto. Ich habe da schon eine Idee, wie wir uns an Daniel rächen können. Das wird richtig witzig. Ein kleiner Gegentroll. So langsam sehe ich Licht im Dunkeln. Gleich haben wir den Troll abgebaut. Und ganz kurz nochmal der Hinweis. Wir haben in der letzten Folge im Übrigen Logo getrollt. Ich kann das nochmal ganz kurz einblenden. Wir haben einen richtig lustigen Trollknopf gebaut. Damit haben wir einen ganz lauten Lärm ausgelöst. Das kam richtig gut bei euch an. Den haben wir heimlich unter Logos Base platziert. Wir haben das sogar mit einer Fernbedienung verknüpft. Das heißt, wir können den Lärm von unserer Base aus steuern. Das war richtig witzig. Und die haben mir in die Kommentare geschrieben, wie man diesen Troll optimiert. Kann. Und das habe ich sogar schon offscreen getan. Das werde ich gleich zeigen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Vielen Dank für die ganzen Vorschläge. Das ist echt cool. So, dann hier noch den letzten Stift abgebaut. So, zack, zack. Und damit haben wir Gott sei Dank endlich unsere arme Base wieder befreit. Bevor wir gleich Daniel und Logo trollen, ich habe hier einen riesen Marshmallow wieder aufgebaut. Ein Werbemarshmallow. Dort werde ich wieder eure Fanarts dranheften. Hier unter anderem Werbung für Logella. Der Logo macht den Tag. Mit kleinen Logo-Nüsschen. Das passt ja zu ihm. Ich meine, er ist ja auch hohl wie eine Nuss. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das essen möchte. Ich liebe eigentlich Schokolade, aber das, davon wird man sicherlich doof. Ich nehme 10. Und dann haben wir im Übrigen noch ein neues Deo, und zwar Nivo Man. Schmerz als Geruch. Wie geil ist das denn? Aber ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Denn ihr wisst, ich nehme mit Logo auf, deswegen weiß ich, was Schmerz bedeutet. Vor allen Dingen, ihr kennt es ja, ne? Gibt Logo Gas, haben wir Spaß. Eigentlich könnten wir dieses Deo direkt hier mal live ausprobieren, denn ich habe es zufällig auf meinem Tisch stehen. Sekunde mal. Ist es normal, dass sich meine Haut rötet? Ich glaube, ich kriege die Logoritis. So viel zum Thema Deo und eure Werbung. Gerne mehr davon per Instagram, Twitter oder auf andere möglichen Wegen. Per Rauchzeichen, was weiß ich. Kommen wir nun zum Highlight der Folge. Bevor wir uns bei Daniel rächen, möchte ich euch eine Aktion zeigen, für die ich garantiert gehatet werde. Denn ich habe wieder Logo getrollt. Yay, ist ja nicht so schwer, diesen Chipmunk zu nerven. Ich habe ihm gerade offscreen eine Falle repariert. Hier seht ihr sie auch schon mit Spikes, in der er versehentlich in seinem Livestream reingetreten ist. Er ist mit einer Kuh. Die Kuh ist wiederum gestorben. Und als kleiner Service von mir, da die Falle noch Garantie hatte, habe ich die natürlich selbstverständlich repariert. Das nenne ich auf jeden Fall mal Service. Des Weiteren habe ich in seinem Umfeld noch weitere Fallen gebaut, Löcher, in die er reinfallen kann. Ich habe hier eine Trolltruhe, die ist richtig witzig. Wenn er auf diese zugehen sollte, fällt er in Lava. Ja, das ist auch wieder Graswort durchfallen kann. Richtig, richtig lustig. Diese Falle hat er auch noch nicht entdeckt. Ich bin echt auf seine Reaktion gespannt. Das war natürlich noch längst nicht alles, denn ihr habt mir ganz tolle Trolltipps in die Kommentare geschrieben. Ich hatte es eben gerade schon angedroht. Wir haben auf jeden Fall, ich habe eben gerade nochmal, den Alarm auf jeden Fall ausgegraben und habe den Sound erstmal abgeändert. Wir hatten einen nuklearen Sound, er wohnt allerdings am Fluss. Deswegen habe ich das Ganze erstmal mit einem Schiffssound auf jeden Fall korrigiert. Dann, und das müsst ihr auf jeden Fall bei euren Mitspielern ebenfalls mal ausprobieren, das wird richtig witzig, habe ich,
ganze Geschichte mit der Fernbedienung vernichtet und ich habe so einen Endlos-Sound kreiert mit Redstone, mit so einer Wechselschaltung. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, das ist echt genial. Hab da noch ein bisschen, ja, das Ganze ein bisschen manövriert, weil der Sound dann richtig, richtig nervig war und so weiter. Hab das so ein bisschen korrigiert, damit es etwas angenehmer klingt. Ganz, 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 ganz toll. Hey Logo, hörst du das Schiff? Daneben direkt der Trollo, unser kleines Trollhäschen. Da fehlt dir natürlich noch ein Schiff. Habe ich schnell hingebaut, indem ich einfach bei Google nach einem Bild gesucht habe. Richtig cool. Das war ein bisschen klein. Das habe ich dann natürlich um, ich weiß nicht, ich glaube um 30 Blöcke oder sowas vergrößert. Ich muss dazu sagen, das Schiff hat er bereits gesehen. Den Lärm hat er noch nicht gehört. Die Fallen hat er auch noch nicht ausgelöst. Also auf jeden Fall dranbleiben. Das wird echt der Hammer. Vielen Dank für die ganz tollen Troll-Tipps. Großartig. Okay, das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Start in diese Troll-Wars-Folge. Ich meine, wir haben schon auf Daniels Troll reagiert. Wir haben schon eure Bilder, haben wir uns angeschaut. Wir haben Logo bereits getrollt. Und bevor wir uns jetzt an Daniel für seine Aktion rächen, würde ich gerne zumindest ein bisschen an unserer Trollbase weiterbauen. Für die Leute, die es verpasst haben, wir wollen hier ein gigantisch großes gelbes T bauen. Von dort aus wollen wir unsere Trolls organisieren. Das ist echt genial. Ich habe sogar schon hier ein Logo bekommen, also ein Bild, wie ich Logo schubse. Vielen Dank für dieses Fanart. Das kommt von der Waddy. Auch wie der Trollo hier guckt. Ich feiere das einfach. Das passt perfekt zu unserem Trolltower. Das ist echt der Hammer. Dem Trollo gefällt auch das Bild. Also wir werden das auf jeden Fall erstmal da hängen lassen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ganz kurz wieder hier hochsausen. Ich habe auch wieder ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier unsere Aufzüge. Habe hier schon eine gelbe Plattform kreiert. Habe hier ein bisschen Wolle dabei. Und dann können wir vielleicht endlich unsere Trollbase soweit fertig bekommen. Oder zumindest den Grundriss. Während wir hier am Bauen sind, wie kann es eigentlich sein, dass so viele Zuschauer die Koordinaten meiner Base unter die Videos der anderen Mitspieler posten? Warum? Hört auf damit! Selbst Trollo ist schon außer Kontrollo. Aber keine Sorge, jedes Mitglied aus Team Petze wird von Trollo heimgesucht. Und zwar so lange, bis es dieses Team nicht mehr gibt. Ich habe euch gewarnt. Hört auf damit. Okay, leider habe ich jetzt keine Wolle mehr, aber, ich meine, schaut euch das mal an. Es ist auf jeden Fall sehr gemütlich. Wir haben jetzt eine Rückwand. Das ist schon mal komplett ausgefüllt. Und dann würde ich hier gerne in Schwarz einen riesen Schriftzug aufbauen. Entweder Copper oder Trollo oder Troll. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt, was wir auf den Turm schreiben wollen, dann, ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Einige haben gemeint, ob wir einen riesen Trollhasen nicht auf unsere Base setzen können. Mal gucken, vielleicht machen wir ja tatsächlich sowas. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen sehr schönen Ausblick. Allerdings bin ich kein Fan von diesem Bild. Ich würde das gerne mal so langsam abbauen und, Moment. Was ist das? Ist das etwa eine Schildkröte? Hey, das ist ein Artgenosse! Moment, ich komme, ich rette dich! Ein Herz für Schildkröten! Komm her! Guck mal, hier eine kleine Schildkröte! Die grinst sogar! Hat Daniel die Schildkröte hier hingesetzt? Aber ich kenne die Schildkröte, die hat hier einen roten Knopf und wenn man da drauf springt, dann fliegt das Teil in die Luft. Dann explodiert die Schildkröte. Es ist kein Scherz. Die Schildkröte stammt aus dem ASDF-Film. Ich will das Ding nicht zerstören. Ach komm, für die Fans! Hat die gerade echt noch Hello gerufen? Oh nein. Und ich habe es einfach kaputt gemacht. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Mein Turtle, genau, so hieß sie. Crafter mit Wolle, TNT und Druckplatten. Okay, pass auf. Weißt du, wie wir uns an Daniel rächen werden? Wir werden einfach ganz viele von diesen Mein Turtle bauen und die einfach vor seiner Base aufbauen. Ich glaube nämlich nicht, dass er die kennt. Das wird echt witzig. Kein Problem, ich habe hier ein bisschen grüne Farbe gesammelt. So, ja, das habe ich offscreen, habe ich nämlich eine Wüste gefunden. Das war nicht allzu leicht. Dann habe ich hier ein bisschen Gunpowder und ein bisschen Sand. Ich hoffe, dass es reicht. Das wird ein richtig lustiger Troll. Wir können schon mal 9-mal TNT craften. Das ist richtig gut. Das heißt, wir haben 9 Schildkröten. Eine richtige Schildkrötenarmee wird das. Nice. Team Kröte. Ach komm schon, Schaf. Sei doch kein Frosch. Ess schneller. Das Gras schmeckt gut. Das habe ich auch gegessen. Los jetzt. Okay, ich hoffe, dass es reicht. TNT in die Mitte, Steindruckplatten hier oben drauf, das Ganze mit grüner Wolle umrundet. Tada, und schon haben wir hier 7, zumindest 7 Mine Turtles. Das müsste ja erstmal reichen, oder? Zack. Oh, ich freue mich jetzt schon. Das wird der Hammer. Oh, ich hoffe, dass er die auslöst. Ich hoffe, dass er die nicht abbaut, weil das wäre echt langweilig. Okay, dann machen wir uns direkt auf den Weg, nehmen unsere Beine in die Hand und laufen direkt zu Daniels Base. Ich hoffe, dass sie noch existiert. Ansonsten muss ich die bei Logo hinsetzen. Die Schildkröten suchen auf jeden Fall ein Zuhause. Und ich bin echt gespannt, wie dieses Trollfeuerwerk abgefeuert wird. Ich bin mal gespannt, wie viele dieses Mal in die Kommentare schreiben, dass ich einen Schaden hätte. Ich habe garantiert keinen Schaden Gehirn. Auf keinen Fall. So, liebe Freunde, jetzt geht's los. Hier ist auf jeden Fall Daniels Base. Und hier werden wir jetzt unsere Schildkröten aussetzen. Guck mal, meine Schildkröten, ihr habt ein neues Zuhause. Da setzen wir einfach mal hier eine hin. Okay, hier setzen wir eine hin. Ich hoffe, euch gefällt das neue Zuhause. Hoffentlich kümmert er sich auch um unsere Schildkröten. Zack. 2 haben wir noch. Setzen wir hier noch eine hin.
Eine Schildkröte habe ich noch. Pass auf, die eine Schildkröte, die werden wir einfach vor Loros Base setzen. Ja, das machen wir. Die hat sich quasi verlaufen. Da sind wir auch schon bei unserem besten Freund. Hallöchen, Logöchen. Hier sehen wir nochmal das Schiff. Das passt doch irgendwie voll zum Setting. Das ist einfach großartig. Ich werde den kleinen Ausreißer einfach mal hier hinsetzen. Ha. Schildkrötenpower. Yes. Okay, damit haben wir das auf jeden Fall auch schon abgehakt. Nice. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, ich weiß, meine Trolls sind derzeit leider etwas schwächer. Das liegt aber daran, dass wir noch darauf warten, dass Dani und Loro endlich eine gescheite Base aufgebaut haben. Ab dann werden wir richtig zuschlagen. Mit Gravitation, wir werden die Items klauen. Wir werden uns bis zum geht nicht mehr bekriegen. Demnach vielen Dank, dass ihr euch wieder für Team Gelb entschieden habt. Alle Folgen findet ihr wie immer auf dem Bildschirm. Das war auf jeden Fall der Locopa. Bis zur nächsten Folge. Bis dann und tschüss.